Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Ich möchte Ihnen heute einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Ein Mensch, der mich sehr, sehr geprägt hat. Ich habe es ihm heute auch gesagt, ist eigentlich einer der Mentoren und mitverantwortlich, dass es diesen Fernsehsender überhaupt gibt. Wer das ist und wer sich hinter diesen, ja, besonderen Menschen steckt, das zeige ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran! So, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Er hat Physik studiert in Heidelberg, er war aber auch lange Zeit in Indien unterwegs, war dort eben auch Mönch. Heute hat er aber auch noch viele Unternehmen gegründet, wie zum Beispiel die Firma Timewaver oder die Firma Healy. Und das ist nichts anderes als die Markus Schmicke in der Person, der heute da ist. Da ist er. Markus, herzlich willkommen. Danke, Alexander. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen ausgeholt und jetzt möchte ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Deine Geschichte, wie du angefangen hast mit Pianospielen, mit Schachspielen und zwar wirklich auf Bundesliga-Ebene. Dann bist du weggegangen nach Indien, hast auch die Veden studiert und da viel geistiges Wissen bekommen und das hast du ja dann integriert in die Firma Timewaver als erst. Und kannst du mir da noch etwas darüber erzählen? Ja, ich habe da selber mal so ein bisschen geforscht, um herauszufinden, was mein Lebensweg eigentlich vor allem geprägt hat. Und ich bin drauf gekommen, dass ich schon als junger Mensch, so mit circa 16 Jahren, Pubertät, ein sehr tiefgehendes Erlebnis hatte, das mir die Verwirklichung gegeben hat, dass ich reines Bewusstsein bin und nicht der Körper. Das war eine Eingebung, könnte ich es fast nennen. Und ich glaube, dass jeder junge Mensch mal die Gelegenheit bekommt, so ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen. Das kann das erste Verliebtsein, das kann eine Naturerfahrung oder ein Musikerlebnis sein. Bei mir hing es mit Musik zusammen. Und seitdem habe ich eigentlich geforscht in diese Richtung. Was bedeutet das? Ich bin reines Bewusstsein und eben nicht Materie. Und dieser Leitsatz, der hat eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Ich habe mich dann auf dieser Grundlage entschlossen, Physik zu studieren. Ich habe mich schon während meiner Schulzeit mit Quantenphysik beschäftigt. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass eigentlich die Quantenphysik ohne den Begriff des Bewusstseins nicht auskommt. Dass praktisch der ganzen modernen Physik der Gedanke zugrunde liegt, dass das Bewusstsein so der Rahmen für das gesamte physikalische Geschehen ist. Und was hat das mit mir zu tun? Also was hat das mit dem beobachtenden Bewusstsein zu tun? Und habe mich dann entschlossen, einen rein spirituellen Weg zu gehen. Und diesen spirituellen Weg, der hat mich nach Indien geführt. Du hattest das ja schon erwähnt. Ja, und da sehe ich eben genau auch die Brücke, die du da baust zwischen Informationsfeldern, also Bewusstsein und die Anwendung von Bewusstsein innerhalb einer medizinischen Eingriffen in die Regulation eines Menschen. Da hast du meiner Erachtens eine wertvolle Brücke geschlossen, die natürlich noch nicht wissenschaftlich dokumentiert ist, oder ist sie doch wissenschaftlich dokumentiert? Das ist ein weiter Begriff. Es gibt der ganz streng schulwissenschaftlich definierte Begriff, der sich sozusagen auf einem Konsens, auf einem breiten Konsens in der Wissenschaft, in der universitären Wissenschaft bezieht. Und dann gibt es immer eine ganze Reihe von Forscher, die sich so in den Grenzbereichen, in den Grenzgebieten der Wissenschaft befinden und dort arbeiten, wie zum Beispiel der englische Biologe Rupert Sheldrake, der ja den Begriff der morphischen Felder oder der morphogenetischen Felder von Alexander Gurwitsch übernommen hat und dann populär gemacht hat. Das ist so eine Art Informationsfeld in der Biologie. Das heißt, ein Feld, in das alle Lebewesen einzahlen, mit dem alle Lebewesen verbunden sind und das dem Lebewesen dann auch einen Zugriff auf Informationen erlaubt, der nicht lokal ist, also nicht nur auf seine direkte Umgebung, sondern alle Lebewesen lernen in dem Sinne voneinander, vor allem die Lebewesen, die sich in einer Gattung, in einer Art befinden. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber es ist uns ein großes Bedürfnis, wenn Sie diesen Kanal von uns bitte abonnieren, hier unten bitte klicken und damit viel Spaß weiterhin mit der Sendung. Da gibt es Forscher wie Erwin Laszlo beispielsweise, der den Club of Rome mitgegründet hat. Der hat den Begriff des Akashic Field oder des Akasha-Feldes begründet,
basierend auf der fünften Kraft, also auch eine Art Informationsfeld, was der Materie zugrunde liegt. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter eben solche Wissenschaftler aufzählen, die sich am Rande der etablierten Wissenschaft befinden. Also hochqualifizierte Menschen, die eine Art Informationsfeld dem materiellen Geschehen zugrunde legen, dass die ganzen komplexeren Prozesse, die stattfinden, Evolution beispielsweise, die Entwicklung eines Lebewesens vom Einzeller, von der Eizelle über den Embryo bis zum ausgewachsenen Menschen oder zum ausgewachsenen Lebewesen, die davon ausgehen, dass diese Prozesse gesteuert werden durch eine Art immaterielles Feld, das dahinter liegt. Und diesen Begriff des Informationsfeldes, den habe ich ja auch nicht mir ausgedacht, sondern dieser Begriff des Informationsfeldes, der geht ganz grundlegend auf die Arbeiten von einem ganz genialen deutschen Physiker zurück. Ich muss den Namen unbedingt, du hast ihn jetzt schon genannt. Ja, weiß ich doch. Ich kann also die Geschichte, die mich eigentlich zu Healy und Time-Weber geführt hat, nicht erzählen, ohne Burkhard Heim zu erwähnen. Ich konnte ihn 1998 kennenlernen. Das war eine interessante Geschichte. Ich hatte einen Artikel über seine vereinheitlichte Feldtheorie geschrieben und er hat diesen Artikel zu sehen bekommen und war so begeistert, dass er mich dann kontaktiert hat und gesagt hat, mit diesem Artikel konnte er seiner Enkeltochter das erste Mal erklären, was er eigentlich die letzten 30 Jahre so gemacht hat. Und das war ja eine schöne Bestätigung für mich. Ich habe dann 3 Jahre mit ihm locker lose zusammenarbeiten können und Burkhard Heim ist es gelungen, die Einsteinsche Relativitätstheorie auf einem sechsdimensionalen Hyperraum abzubilden. Das bedeutet 4 Dimensionen der Raumzeit, mit denen auch Einstein seine Gravitationstheorie formuliert hat. Aber Burkhard Heim hat gezeigt, dass es 2 weitere Dimensionen braucht, nämlich die 5. und die 6. Dimension, um tatsächlich generalisiert Gravitationstheorie rechnen zu können. Das heißt, aus der reinen Mathematik, aus der reinen Gravitationstheorie gingen 2 Dimensionen zurück, die wir zunächst einmal nicht deuten konnten. Und Burkhard Heim ist es dann gelungen, diese 5. und 6. Dimension als eine Art informativen Hyperraum zu definieren, der mit allen komplexeren Prozessen mitschwingt. Und diese 5. und 6. Dimension waren für mich die Grundlage, dieses Informationsfeld zu postulieren, das praktisch die materiellen Prozesse führt, sie in eine, wie ein teleologischer Prozess, ein zielgerichteter Prozess an die Hand nimmt und in Richtung höhere Komplexität führt. Ich höre immer wieder Burkhard Heimische 12-dimensionelle Modell, aber auch, dass man es kaum versteht, was er da alles dokumentiert und geschrieben hat. Aber du hast dich da durchgequält und vieles verstanden oder hast du wirklich alles verstanden, was er da formuliert hat? Nein, ich habe das nicht alles verstanden. Wenn man sein Hauptwerk, die Elementarstrukturen der Materie liest, dann wird man sehr schnell auch an seine mathematischen Grenzen geführt. Ich habe allerdings so viel verstanden und so viel nachvollziehen können, dass ich einen Einblick bekommen habe in die Grundstruktur des materiell-geistigen Geschehens. Weil es nützt uns nichts, einfach nur das Materielle abzubilden, weil damit haben wir den Menschen nicht vollständig erfasst. Wir müssen den Menschen in seiner Materialität, aber auch in seiner Geistigkeit und auch in dem verstehen, was das Materielle und das Geistige miteinander verbindet. Und diese Schnittstelle zwischen dem Materiellen und dem Geistigen, die jeweils mit einer 4-dimensionalen Raumstruktur beim Burkhard Heim abgebildet werden, bildet das Informationsfeld. Das sind weitere 4 Dimensionen zwischen den 4 Dimensionen der Materie und den 4 Dimensionen des Geistes. Und in diesem Informationsfeld werden ständig Geistige in materielle und materielle in geistige Prozesse übersetzt. Und deswegen ist das Informationsfeld so wichtig, weil an dieser Schnittstelle zwischen der Psyche und dem Soma, an dieser Stelle entstehen psychosomatisch auch die meisten Erkrankungen. Und deswegen ist das auch für die Medizin so wichtig oder für die Heilkunde. Und ich glaube deswegen, dass das Informationsfeld eine ganz grundlegende Rolle spielt, um ganzheitliche Heilprozesse zu verstehen. Ich habe noch ein paar Fragen dazu, aber ich möchte jetzt da nicht abweichen, sondern noch da der Linie treu bleiben.
Diese Burkhardt-Heimische Erklärungsmodelle haben mich immer fasziniert an deinen Vorträgen. Ich glaube, das war 2014 herum, haben wir angefangen ja zusammen diese Vorträge zu genießen, also ich zu erfahren von dir. Und dann war ich einmal bei dir zu Hause in Krenzlin in Berlin und da hastest du ein Gerät entwickelt, eine Lampe. Und dann haben wir beide ganz fest daran gedacht, Lampe stell an, brenne. Und dann hast du ja auch über den Beobachtereffekt wurde diese Lampe da gesteuert und da hat sie gebrannt. Und dann haben wir beide gesagt, abstellen, oder? Haben das ja auch gefilmt und das hat ja funktioniert. Ich erinnere mich daran, das muss so 100 Jahre her sein. Nein, eben nicht. Aber hier kommt ja eben diese Quantenphysik zum Trage. Und ich sage immer wieder, von das, was ich von dir gehört habe, am Anfang ist eine Information und am Ende ist eine Materie. Und dazwischen gibt es ganz viel, aber eigentlich ist alles in allem enthalten. Und wir sollten uns viel mehr auf diese Informationsebene konzentrieren, um hier unten auch eine Wirkung zu haben. Habe ich das korrekt gesagt? Du hast jetzt so viele Themen in deinem Absatz angesprochen, dass ich Schwierigkeiten habe, mich auf eines zu fokussieren, weil die sind alle wahnsinnig spannend. Mhm. Du hast diese Lampe erwähnt. Ja. Und der Lampe liegt ja ein physikalischer Zufallsprozess zugrunde, also ein sogenannter physikalischer Rauschgenerator. Und dieser Rauschgenerator basierend auf einem Halbleiter, einer Diode oder einem Transistor, der wie eine Diode geschaltet ist, basiert auf Quantenprozessen, die verstärkt werden und daraus entsteht ein Rauschen. Und diese Quantenprozesse, die sind aus der Sicht der Quantenphysik reiner Zufall. Aber der Begriff des reinen Zufalls ist ja ein hochinteressanter metaphysischer Begriff. Was bedeutet das, wenn etwas überhaupt keine Ursache mehr hat? Das bedeutet, dass die Ursache nicht im Materiellen zu sehen ist, sondern unter Umständen alles zusammenfasst, was als geistige und auch Bewusstseinseinflüsse auf die Materie wirksam sein können. Das heißt, dieser physikalische Rauschgenerator ist, und das haben eben diese Experimente von Robert Jahn und Brenda Dunn vom Peer Lab an der Princeton University gezeigt, dass solche physikalischen Rauschprozesse oder physikalischen Zufallsprozesse, dass die durch das Bewusstsein beeinflusst werden können. Und so war es uns möglich, sozusagen die Lampe, die dort zwischen unseren Stühlen stand, tatsächlich über unsere mentale Fokussierung ein bisschen zu steuern. Mhm. Das geht nicht hundertprozentig 1:1, aber man ist überrascht, wenn man diesen Effekt das erste Mal spürt. Das Zweite, das du angesprochen hast, ist dieses Primat der Information. Wir kennen alle von Albert Einstein das E gleich M mal C Quadrat. Das ist die Äquivalenz zwischen Energie und Masse, dass dem materiellen Geschehen ein energetisches Geschehen äquivalent ist. Und das ist eben eine der großen Lehren der Quantenphysik. Aber die Quantenphysik geht eben noch weiter. Und das sehen wir vor allem bei solchen großen Physikern wie Carl Friedrich von Weizsäcker oder auch Thomas Görnitz in der Tradition von Carl Friedrich von Weizsäcker. Gibt es auch eine Äquivalenz zwischen Energie und Information. Das heißt, es gibt eine ähnliche Formel wie E gleich M mal C Quadrat, die E Energie und I Information miteinander in Beziehung setzt und diese Äquivalenz zeigt. Das lässt sich dem energetischen Geschehen in der Quantenphysik reine Information zugrunde liegt. Die sogenannte Wellenfunktion, mit der ja physikalische Prozesse in der Quantenphysik beschrieben werden, verstoffwechselt reine Information. Also da geht es nicht mehr um Energie, sondern Energie ist ein Produkt informativer Prozesse und Masse oder Materie ist dann ein Produkt energetischer Prozesse. Und so gibt es diese Ebene der reinen Information, eine Art reines Informationsfeld, die dem ganzen kosmischen Geschehen zugrunde liegt. Und wenn man das akzeptiert, und da gibt es große Physiker, Naturwissenschaften, Roger Penrose, der vor 2 Jahren den Physiknobelpreis bekommen hat, ist einer von denen, der auch diese geistige Wirklichkeit postuliert und auch eine Art Informationsfeld gelten lässt. Also das sind Prozesse, die dem Materiellen zugrunde liegen. Also ich gehe von diesem Primat der Information aus und Information ist etwas, was ganz eng wieder mit dem Bewusstsein in Beziehung steht.
Ich dachte, wenn ich heute mit dir zusammensitze und jetzt so reflektiere, 2014 zu heute, 10 Jahre später, dass die ganze Welt weiß, was da sich dahinter verbirgt, für, also, dein, also das Erklärungsmodell Burkhard Heim und dein Wissen dazu, dass man eigentlich die Firma Timewafer oder auch Healy, die du gegründet hast, weltweit bekannt ist, insbesondere auch diese Technologien, die du da eingebaut hast, auch mit diesem Informationsfeld, mit Rauschgeneratoren und, ist aber noch nicht bei allem durch. Also nicht alle kennen das. Naja, das wäre auch vermessen, jetzt innerhalb von 10 Jahren, etwas länger bei Timewafer, etwas kürzer bei Healy, die ganze Menschheit zu erreichen. Ich habe mal selber, als ich den Healy damals vorgestellt habe in ich glaube, Bad Nauheim war das, auf der Bühne bei einem Saal von vielleicht 400-500 hauptsächlich naturheilkundlich arbeitenden Therapeuten, Ärzten und Heilpraktiker. Da habe ich einmal die Vision bekommen, dass wir 100 Millionen Familien erreichen können. Das wäre etwas, was einen großen Einfluss wirklich auch auf die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit haben würden. Also das Ziel hinter Timewafer und Healy ist ja nicht einfach nur diese Bewusstseinstechnologie in die Heilkunde oder in ähnliche therapeutische Prozesse hineinzubringen, sondern es ist wirklich den Menschen bei ihrer Bewusstseinsentwicklung zu unterstützen. Das ist wirklich die große Vision, die dahinter steht. Und ich glaube, wir sind dem schon ein Stückchen näher gekommen, aber da ist noch unheimlich viel Potenzial. Wir können noch sehr, sehr viele Menschen können wir damit noch erreichen. Mhm. Kannst du mir mal kurz erklären, was man jetzt konkret erreichen kann mit solchen Technologien, die ihr jetzt anwendet? Bleiben wir mal zuerst beim Timewafer und dann zum Healy. Ich möchte noch mal einen kurzen Rückgriff machen, um auch die verschiedenen Fäden, die wir jetzt hier so nebeneinander spinnen, zusammenzubringen. Weil du hast jetzt die Informationsfeldtechnologie vom Timewafer oder auch vom Healy erwähnt. Und die Frage ist ja, wie hängt das mit dem zusammen, was wir vorher besprochen haben? Mhm. Und die Schnittstelle ist der physikalische Rauschgenerator. Im Timewafer sind 3 drin. 2, die auf elektronischem Rauschen basieren und einer, der auf dem Rauschen von dem digitalen Rauschen von Photonen basiert. Und im Healy ist eben einer drin enthalten, der auf elektronischem Rauschen basiert. Und dieser Rauschprozess ist es ja, mit dem wir in Resonanz mit dem Informationsfeld gehen wollen. Das ist also das Ziel, einen solchen physikalischen Rauschprozess im Timewafer und im Healy zu verwenden. Wir nennen das beim Healy auch Resonanzsensor. Und diese Rauschprozesse sind nach meinem Verständnis und auch nach dem Modell von Burkhard Heim, viele andere, die ich jetzt schon genannt habe oder noch nennen könnte, gehen diese physikalischen Rauschprozesse mit dem Bewusstsein, also mit der Intention, in Resonanz, aber auch mit dem Informationsfeld. Und ach, da gibt es so viel Spannendes noch zu berichten. Beispielsweise das Global Consciousness Project von Roger Nelson. Das war ein amerikanischer oder ist ein amerikanischer Psychologe, der mit Robert John und Brenda Dunn im Peer Lab in Princeton zusammengearbeitet hat. Und er hat 80 solcher physikalischer Rauschgeneratoren auf der ganzen Welt verteilt, teilweise auf amerikanischen Militärbasen, hat die über das Internet zusammengeführt auf einem Server im Keller der Princeton University. Dieser Server hieß Noosphere und hat nachweisen können über hunderte von Einzelstudien, dass diese Prozesse ganz sensibel reagieren auf das globale Bewusstsein der Menschheit. Also wenn die Menschheit emotional unter Schock steht, wie beispielsweise 11. September 2001 oder zum Begräbnis von Lady Di, Dinge, die die Menschen im großen Stil, es kann aber auch sein, dass Millionen von Menschen zusammenkommen und gemeinsam meditieren, wie beispielsweise bei der Kumbh Mela. Und diese besonderen Ereignisse spiegeln sich in diesen Daten wieder. Das heißt, diese physikalischen Rauschprozesse reagieren ganz sensibel auf das kollektive Bewusstsein der Menschheit. Und daraus hat Roger Nelson, da gibt es ein schönes Buch von ihm, Der Weltgeist,
heißt das in deutscher Sprache eben geschlussfolgert, dass es so etwas wie ein globales Bewusstsein gibt und ein globales Bewusstseinsfeld. Das würde ich Informationsfeld nennen, das mit diesen physikalischen Rauschgeneratoren kommuniziert. Und das ist so ein bisschen auch die Grundlage von dem Effekt, den wir bei Time-Weaver und Healy nutzen. Das ist natürlich seitens der Schulmedizin, Schulwissenschaft, nicht Schulmedizin, seitens der Schulwissenschaft, und so sind wir in das Gespräch eingestiegen, nicht wirklich anerkannt, sondern das sind Forschungen, die sich am Rande des wissenschaftlichen Geschehens bewegen, sozusagen grenzwissenschaftlich, aber durchaus auch sehr gut publiziert sind, also in sehr guten Journals publiziert, Physical Review A und so weiter. Weil eben die Wissenschaftler, die dahinter stehen, durchaus auch von Rang und Namen sind. Ja, vielleicht muss man auch viel mehr darüber diskutieren. Ich mag mich nämlich erinnern, dass du mal gebeten hast, alle diese Time-Weaver-Leute eine Liste zu senden ins Feld. Das ist die gleiche Liste zu gleicher Zeit. Und dann hat ja der Nelson Princeton Universität das ja gemessen und Ausschläge festgestellt. Habe ich das richtig in Erinnerung, oder? Ja, das ist ein bisschen überformuliert. Okay. Was richtig ist an dem, was du sagst, dass wir haben 2013 damit begonnen. Da war auch der Dr. Hendrik Treugut mit beteiligt an der Idee, dass wir sagen, da gibt es dieses Global Consciousness Project. Das ist sozusagen messend. Und wir wollen dem mal ein Netzwerk von solchen physikalischen Rauschprozessen gegenüberstehen, das in das globale Bewusstseinsfeld Information einschwingt. Und dafür haben wir hunderte von Time-Wavern, da haben wir uns zusammen verabredet übers Internet und haben gesagt, am 1. Dezember 2013 um 12 Uhr machen wir alle gemeinsam eine Optimierung. Das heißt, wir über die Intention der Menschen wurden diese Rauschprozesse dann beeinflusst. Und die Fragestellung war erstens natürlich, dass diese gute Intention für Verantwortungsbewusstsein, für Frieden, für Weisheit der politischen Führung und so weiter, die wir dort qualitativ einschwingen wollten. Erstens bringt das was, also sieht man eine Reaktion. Aber das, was du erwähnst, ist, wir wollten schauen, ob dieses Global Consciousness Project einen Ausschlag zeigt an diesen Stellen. Und das haben wir dann über 21 Events bis zum Jahre 2021 muss das gewesen sein. Von 2013 bis 2021 haben wir 21 solcher Global Earth Healing Project Events gemacht. Und ich habe das dann mal statistisch ausgewertet. Und daraus hat sich durchaus ein statistisch relevante Korrelation zwischen den beiden Netzwerken ergeben. Und ist das nicht spannend? Das ist doch extremst spannend. Ja, ja. Also warum? Es gibt ein neues wissenschaftliches Modell plötzlich. Man muss ja hinterfragen, wenn das solche Dinge passieren über solche Rauschgeneratoren, was man da beeinflussen kann oder verändern kann, auch zum Guten hin. Was das bedeutet? Also es bedeutet auf jeden Fall, dass das Bewusstsein die Materie beeinflusst. Ja. Und das ist ja auch meine Grundüberzeugung gewesen. Das war das, was mich in diesem Moment, als ich 16 Jahre alt war, so geprägt habe, dass ich bin reines Bewusstsein. Und dieses reine Bewusstsein verkörpert sich in einem materiellen Körper und benutzt den wie ein Fahrzeug in der Welt. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderes Paradigma, als wenn man davon ausgeht, dass die Materie das Bewusstsein hervorbringt und das Bewusstsein dann auch wieder vergeht, wenn der materielle Körper vergeht. Und das ist auch die Philosophie, die hinter Time-Weaver und Healy steht. Ich möchte dieses Thema natürlich nicht abschließen, sondern eine eigenständige Sendung hier noch andocken, wenn man über den Time-Weaver und über den Healy redet. Aber generell jetzt nochmals, mit diesem Erklärungsmodell geht doch die Tür und Toren auf für eine große Wissenschaft, der man sich ja überhaupt nicht verschließen sollte, sondern einer sagen müsste, hey, das ist ja total spannend, hier müsste man forschen. Ja, es wird auch dran geforscht, allerdings in den seltensten Fällen in den universitären Instituten, weil dort wird das erforscht, was finanziert wird. Und das folgt im Allgemeinen den großen Trends, die wir in der Wissenschaft haben oder in der Gesellschaft haben. Und das ist eher im Randbereich. Das heißt, es sind meistens pensionierte Forscher, die schon Nobelpreis bekommen haben, wie Roger Penrose, der sich dann
große Gedanken macht über das Bewusstsein und wie man das Bewusstsein in der Physik verstehen kann. Und Roger Penrose hat sich ja mit einem amerikanischen Neurowissenschaftler, mit Stuart Hameroff, zusammengetan. Und die haben die Theorie verfolgt, dass auf der Gravitationstheorie das Bewusstsein ein grundlegendes Element aller physikalischen Prozesse ist. Dass es also überhaupt gar keinen physikalischen Prozess gibt, der nicht mit Bewusstsein einhergeht. Und deswegen ist auch das Bewusstsein im Gehirn sozusagen ein Prozess, dieser, der parallel läuft mit den ganzen, vor allem quantenphysikalischen Prozessen. Also es gibt durchaus namhafte Wissenschaftler, die auch Kongresse veranstalten, wie beispielsweise ein großer Bewusstseinskongress, auf dem ich letztes Jahr einen Vortrag gehalten habe, aus Sizilien von der University of Arizona, dem Center for Consciousness Studies, organisiert. Da wird dran geforscht, aber da steht eben nicht so sehr im Rampenlicht und in der Mainstream-Presse liest man nicht so viel davon. Aber die Forschung findet tatsächlich statt und das ist ein gutes Zeichen. Wenn du mir doch so in einer Minute vielleicht erklären kannst, was ist heutzutage schon der Nutzen, sei es für einen Therapeuten, für einen Arzt oder eine Privatperson, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen? Für Therapeuten oder Coaches oder Menschen, die eben mit anderen Menschen arbeiten, ist es von großem Vorteil, wenn sie über das Informationsfeld Hintergründe verstehen können und Hintergründe eines äußeren Geschehens. Weil ich bin der Überzeugung und wir sind der Überzeugung, dass hinter jedem physikalischen, hinter jedem materiellen Prozess informative und geistige Hintergrundprozesse stattfinden. Und wenn man in der Lage ist, über das Informationsfeld dort einen Einblick zu gewinnen, dann kann man mit den Menschen ganz anders umgehen und dann kann man den Menschen auch auf eine viel tiefer gehende Ebene helfen. Also viel mehr an der Ursache anstoßen, etwas in die Regulation führen, als nur an der Wirkung zu arbeiten. Ja, je tiefer man an die Ursache eines Geschehens kommen kann, und ich bin halt der Überzeugung, dass hinter dem Physikalischen ein energetisches und dahinter ein informatives Geschehen steht und dass das informative Geschehen ganz eng mit der Geistigkeit und dem Bewusstsein des Menschen in Beziehung steht. Aber das müssen wir nicht mehr hinterfragen. Eigentlich ist das doch so, oder? Eigentlich ist das so. Wir alle wissen, dass der Mensch nicht nur ein Bewusstsein besitzt, sondern auch ein Unbewusstsein. Und dieses Unbewusste ist Teil einer eigentlich in eine unendliche Tiefe hineinreichende menschliche Psyche, die bis in den spirituellen Bereich hineingeht. Und das Informationsfeld enthält auch diese ganzen unbewussten Prozesse und die ganzen psychischen Energien, die im Unbewussten gebunden sind und auch auf der Grundlage der Psychosomatik oder der Psychoneuroimmunologie kann man ja davon ausgehen, dass körperliche Symptome eine Folge von diesen Energien sind, die sich anders nicht zum Ausdruck bringen können. Insofern dort nach den Ursachen zu forschen, ist ein großer Vorteil. Ich habe mal gelesen, ungefähr 95% aller unserer Gedanken sind unbewusste Gedanken, die geschehen einfach, 5% bewusste Gedanken. Ist es so, dass der Mensch ja eigentlich die Summe ist, eigentlich zu 95% seiner unbewussten Gedanken und allfällige gesundheitliche Probleme oder Probleme im Leben sich aus dem Unterbewusstsein natürlich manifestieren und diese Systeme jetzt in der Lage sind, in das Unterbewusstsein Daten abzulesen und zu reflektieren? Also es geht darum, in der Informationsfeldtechnologie geht es darum, unbewussten gebundenen Energien, die eben nicht vom Bewusstsein zugelassen werden, weil sie der Ego-Struktur des Menschen diametral entgegenstehen, denen ein Ventil zu geben, denen einen Ausdruck zu geben. Also ich habe immer wieder gesehen, dass in Informationsfeldanalysen solche unbewussten Themen auftauchen und dann eben auch mit vom Coach mit seinem Klienten besprochen werden können oder vom Therapeuten mit seinem Klienten besprochen werden können, um sie aufzulösen, um letztlich ihnen ein Ventil zu geben. Denn das, was unterdrückt wird, das, was
im Unbewussten bleibt und sich nicht verbinden kann mit dem Bewusstsein, das manifestiert sich, und das ist ein indirektes Zitat von Carl Gustav Jung, dann häufig auf der Bühne unseres Lebens als das Lebensdrama. Mhm. Also das, was wir im Äußeren begegnen oder das, was uns auch über unseren Körper begegnet, das sind häufig Dinge, die wir aus dem Unbewussten nicht integrieren konnten in unsere bewusste Persönlichkeit. Mhm. Ja, so ist es, genau. Jetzt, die Sendezeit ist schon fast durch. Kannst du mir noch sagen, wohin geht die Reise? Jetzt nicht nur mit dem Markus Schmieke, sondern jetzt auch mit seiner Vision, die er ja jetzt über Jahrzehnte hinweg angestoßen hat. Was können wir noch erwarten? Das ist das Schöne, dass die Zukunft offen ist. Die Vision, das Informationsfeld, die Informationsfeldtechnologie und vor allem die Integration des Bewusstseins mit diesen tiefer liegenden Prozessen, das in die Welt hineinzutragen und möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Diese Vision steht, und ich sehe, dass sie sich mehr und mehr manifestiert, dass mehr und mehr Menschen davon einen Nutzen bekommen, und das motiviert mich, das inspiriert mich, damit weiterzumachen. Es gibt viele Widerstände, gegen die es auch zu kämpfen gilt. Es gibt viele Kritik, die daran geäußert wird, dass, finde ich auch okay. Diese Dinge sollten am besten offen diskutiert werden. Und die Wissenschaft lebt davon, dass immer wieder Neues erforscht wird. Die Wissenschaft ist ja nicht, und ich bin ein großer, begeisterter Anhänger des wissenschaftlichen Prinzips, das darin besteht, dass wir immer bereit sind, das Neue, das sich experimentell, das sich also in der Erfahrung manifestiert, mit einzubeziehen und auch unsere Theorien immer wieder zu verwerfen, wenn die wissenschaftlichen Daten etwas anderes ergeben. Also insofern glaube ich an den Prozess der Wissenschaft, und ich glaube auch darin, dass in der Zukunft solche Konzepte wie das Informationsfeld und die Wechselwirkung zwischen Materie und Bewusstsein mehr und mehr Eingang finden in die wissenschaftliche Diskussion. Mhm. Gut, Wissenschaft heißt ja, Wissen zu schaffen und nicht alte Dogmen zu verteidigen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen das Problem heutzutage, dass man nicht so einfach alle Türen und Toren sich öffnet, nur weil man eine neue Wissenschaft darstellt. Ja, man muss auch nicht gleich erwarten, wenn man sich an den Grenzbereichen der Wissenschaft bewegt, dass man dann sofort in den etablierten Prozess eingeladen wird. Also vieles bewegt sich erstmal für Jahrzehnte im Grenzbereich, um dann irgendwann von der Mehrheit der Wissenschaftler anerkannt zu werden. Und das sollte einen nicht frustrieren. Also mich frustriert das nicht. Ich glaube an den wissenschaftlichen Prozess. Ich glaube auch daran, dass dieser wissenschaftliche Prozess geeignet ist, also die Methodik besitzt, um Bewusstsein und Geist zu integrieren. Mhm. Allerdings wissen wir heutzutage auch noch nicht genau, wie das geschehen soll. Es kommt mir noch eine Frage in den Sinn. Es gab mal in Chicago irgend so eine transzendentale Meditation eines, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Yogananda. Maharishi. Genau. Und der hat ja tatsächlich auch gezeigt, dass wenn sich Menschen vernetzen und bewusst eine Friede ausstrahlen, dass man ja eine ganze Stadt Chicago beeinflussen kann. So habe ich das irgendwie so in Erinnerung. Ist es nicht auch denkbar, dass wenn sich wieder einmal die ganzen Timewaver miteinander vernetzen und einmal ein bisschen Einfluss, positive Energien ausstrahlen in gewisse politische, gegenwärtige Situationen herein, dass wir hier auch etwas Positives, Gutes anstoßen könnten? Ich denke, dass wir einen winzig kleinen Beitrag leisten können. Und deswegen machen wir das ja. Also dieses Global Earth Healing Project hatte ja das Ziel, immer wieder in aktuellen Weltgeschehen einen kleinen Beitrag zu leisten, dass sich das Bewusstsein der Menschheit in die richtige Richtung entwickelt. Und man sollte auch bescheiden sein und nicht denken, dass man mit solchen kleinen Bemühungen gleich die ganze Welt verändern kann. Trotzdem sieht man immer wieder, wie schnell das manchmal gehen kann. Das Prinzip des hundertsten Affen oder so morphogenetischen Felder à la Sheldrake, dann sieht man ja, es tut eben doch was. Genau, man darf eben auch nicht denken, dass das, was man tut, keine Wirkung hat. Ja. Und deswegen, wir versuchen einfach mit den Methoden, die uns zur Verfügung stehen, mithilfe der Informationsfeldtechnologie, mithilfe unseres Bewusstseins, einen möglichst positiven Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit zu leisten.
Wo träumst du persönlich noch? Was sind so deine letzten Schritte, die du noch machen möchtest? Naja, ich glaube nicht, dass das die letzten Schritte sein müssen, sondern im Moment sehe ich ein wunderbares Momentum. Und ich bin gespannt, wo uns dieses Momentum hinführt. Ganz im Sinne von Karl Friedrich von Weizsäcker bin ich der Überzeugung, dass die Zukunft offen ist, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben mit dem, was wir angefangen haben. Und ich möchte gerne, dass sich dieses Potenzial mehr und mehr entfaltet. Ich danke dir ganz herzlich. Markus Schmicke. Ich danke dir, Alexander. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu sehen, was das für ein besonderer Mensch ist, was da alles drinsteckt an Visionen und Ideen, angefangen vom Burkhard Heimischen Modell, integriert mit der ganzen spirituellen Ebene. Und ich denke, genau das ist der Schlüssel letztendlich auch zum Erfolg von uns allen, letztendlich für unsere geistige, psychische Gesundheit, aber auch wirklich für unseren Körper. Denn wir sind viel, viel mehr als nur die Summe unserer Organe. Wir sind ein richtiges geistiges Wesen und können hier über Informationsfelder, über das Bewusstsein ganz bestimmt noch viel, viel Gutes für uns, aber auch für die Welt tun. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.